Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Spiel im St. Mary's Stadium in Southampton. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und es geht bei uns heute um ein Spiel in der Premier League. Southampton gegen Crystal Palace. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Keine Frage, ist ein Riesenspieler, Wilfried Zaha. Was kann er uns heute alles zeigen? Einer der besten Spieler der Welt, gar keine Frage. Vor allem, wenn man sich ansieht, was der am Ball drauf hat. So geht Southampton in dieses Spiel. Der Mann im Tor ist heute Alex McCarthy. James Ward-Prowse steht neben Pierre-Emile Højbjerg im Mittelfeld. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Thank you for attending St. Mary's. Wo siehst du heute Ihren taktischen Schwerpunkt, Buschi? Ja, Wolf. Also ich glaube, sie werden wieder diesen unglaublichen Druck aufbauen. Sie werden es wieder mit Forechecking versuchen. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine vielversprechende Strategie. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Und die Balleroberung, wichtig. Cahill. Und Gary Cahill. Tompkins. Cahill jetzt am Ball. Van Aanholt. Jetzt Cahill. MacArthur. Milivojevic. Den Ball spielt er raus. Jetzt die Flanke. Da kann der Abwehrspieler klären. Gut gemacht. Souverän gemacht. War gar nicht so einfach. Sie gehen hier dazwischen, holen sich den Ball. Schöne Aktion. Milivojevic. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Wilfried Zaha. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Zaha. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Den spielt er wieder zurück. Luka Milivojevic. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Ward-Prowse. Armstrong. Macht er gut. Spielt er den Ball in den Strafraum. Erstmal keine Gefahr. Erstmal raus, aber das könnte gleich wieder Gefahr bringen. MacArthur. Zaha. Cahill. Milivojevic. Ward-Prowse. Kyle Walker-Peters. Ings. Højbjerg. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Ja, wird hier gut unterstützt. Kouyaté. Ayou. Milivojevic. MacArthur, Kouyaté, Christian Benteke.
sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Ist eigentlich zu weit für einen direkten Schuss. Dürfte eine Hereingabe geben. Das war kein Problem für sie. Er hält den Freistoß sicher. Long. Long. Jetzt ist Platz für den Konter. Was machen Sie draus? Erstmal geklärt. MacArthur. Zaha. Benteke. Schönes Zuspiel hier. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Da verlieren sie den Ball. Weg ist der Ball. Kujaté. Milivojevic. Ayu. MacArthur. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Jetzt gibt's Abstoß. Und ich bin der Meinung, diese Wiederholung räumt sämtliche Zweifel aus. Ja, ja, eindeutig gelb. Kujaté. Ward. Tompkins. Milivojevic, Ayu. Klasse Aktion. Tompkins. Und jetzt Benteke. Benteke. James MacArthur. So, immer weiter läuft der Ball. Immer weiter suchen sie die Lücke. Ward-Prowse. Kyle Walker-Peters. Ings. Jetzt der Ballverlust. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Armstrong. Ward-Prowse. Kyle Walker-Peters. Schöner Steilpass. Klasse Pass. Jetzt vielleicht die Flanke. Könnte die Führung werden. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Ward-Prowse mit der Ecke. Da passt er auf und hat den Ball. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Zaha. MacArthur. Milivojevic. Kujaté. Luka Milivojevic. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie.
Knappe Nummer hier zur Pause. Da ist eine Prognose schwer. Ja, das belegt, Wolf, auch die Statistik. Sowohl beim Ballbesitz als auch bei den Torschüssen liegen beide Mannschaften fast gleich auf. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Ayu. Milivojevic. Der Ballverlust. Pass auf den Flügel. Flanke jetzt. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Zaha. Van Aanholt. Cahill. Klasse Aktion. Ball ist weg. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Buschi, was sagst du? Also, er kann deutlich mehr. Da bin ich mir ganz sicher. Und er wird auf den zweiten Durchgang machen. MacArthur. Milivojevic. Kouyaté. Das könnte die Chance werden. Tompkins. Kouyaté. Milivojevic. Spielt den Ball wieder zurück hier. Van Aanholt. Hereingabe jetzt. Ganz lang macht er sich da gehalten. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. Jetzt die Ecke. Da können Sie klären. Jetzt können Sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Kouyaté. Gute Aktion. Milivojevic. Die Möglichkeit zu flanken. Jack Stevens. Ward-Prowse. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Noch ist die Chance da. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Kann er was draus machen? Jetzt ist es gefährlich. Højbjerg. Ward-Prowse. Sie stehen jetzt sehr tief. Ja, das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden. Die Gäste werden wechseln. MacArthur. Tompkins. Milivojevic. Cenk Tosun. Ballverlust. Michael Obafemi, Redmond, Højbjerg. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da kommt der Schuss. So, endlich. Tor 1 in diesem Spiel. Lang genug hat es gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. Da nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Sie sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich dann durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was denkt er sich aus? Wie reagiert er auf den Rückstand? Es ist natürlich schon frustrierend, so ein Tor kassieren zu müssen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht.
Number 9, Danny Ings. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Kouyaté. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Michael Obafemi. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Schöne Aktion. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Was macht er draus? Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Null steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Bertrand. Sieht gefährlich aus, guter Pass. Macht er gut. Ja, könnte was werden. Schöner Spielaufbau jetzt. Gefährlich. Ward-Prowse. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Højbjerg. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Schenkt Tosun. Ayu. Da kann er ihn stoppen. Michael Obafemi. Redmond. Bertrand. Jetzt der Vorstoß. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Gute Aktion. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Kyle Walker-Peters. Klasse Pass. Toller Pass. Kann er was draus machen? Michael Obafemi. Ein fantastischer Treffer. Das haben sie super über die Flügel herausgespielt. Das kann man nicht anders sagen. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Klasse Tor hier von Ihnen. Da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschuss als, Wolf, fast noch wichtiger. Bei der Hereingabe. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Milivojevic. Ayu. Zaha. Kouyaté. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Kyle Walker-Peters. Armstrong. Auch dieser Ball kommt gut. Sie sind heute sehr sicher im Passspiel. Klasse. Der Schuss. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Sinn, Applaus. Ward-Prowse mit der Ecke. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Das war's. Der Unparteiische pfeift diese Partie ab.
einseitige Partie heute, oder Buschi? Ja, viele haben ganz bestimmt gedacht, irgendwann schalten die doch mal einen Gang zurück. Aber nix, immer weiter ab nach vorne. Klasse. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Super Leistung. Hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.